Der Öldi mit Nintendogs Recap Cartoon, Nintendogs, Docs, Nintend, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist das Spiel, wo man sich um die Hunde kümmern musste. War mega geil, habe ich damals mal auf dem DS gezockt. War richtig cool, da musstest du dich um so ein kleines Haustier kümmern, Mann, um deinen Hund. Oh. Jo, also, das erinnert mich hier, ne, dran, dass ich langsam mal meinen Tamagotchi wieder füttern sollte, ne. 2 Jahre nie gemacht, der lebt noch. Keine Angst, er lebt noch. Hm. Was soll denn ein Hund nie tun? Das sieht ungesund aus. Wenn das ein Hund tut, Exorzismus. Hey, was macht denn der Hund? Arschloch. Sicke. Caesar, Caesar. Milo, Milo. Boah, stellt euch mal vor, das ist gar kein Spiel. Stellt euch mal vor, wenn man das Spiel einstellt, also anmacht, sind das echte Hunde. Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das wäre nicht gut. Also, gerade auch meine ganzen Tamagotchis, es tut mir leid. Ich hatte öfters mal keine Zeit. Und ich musste halt League of Legends spielen. Es tut mir sorry. Ich werde mich irgendwann um euch kümmern. Das erste, wo man mit einem Hund hingehen sollte. Was ist denn das hier unten? Achso, das ist so ein Tiershop, okay. Das erste, ich würde mit dem Hund erstmal in den Garten gehen. Warum? In den Garten kann ich auch mal in Ruhe kacken, ne, weil ich bin ja kein Hund. Hunde dürfen das, nee, aber ich darf's. Dann würde ich den Hund in den Garten kacken lassen. Dann muss man an eine Dönerbude vorbei, dass ich mir einen Döner holen kann. Dann geht man weiter zum nächsten Garten. Da kann mein Hund dann mit anderen Hunden spielen und ganz viele Kinder zeugen. Dann geht man in den Hundeshop und holt für den Hund ganz viele Leckerlis. Ganz, ganz, ganz viele Leckerlis. Oh, wenn ihr mal, also ich müsste mal hier so die Ecke zeigen, ne? Also meine Meerschweinchen haben gefühlt mehr Essen als ich. Aber es sind keine Hunde. Es sind keine Hunde. Dann Saturn. Guck, sich einen Fernseher angucken, den man sich nicht holen kann, weil der 4.999 kostet. OLED. Dann geht man weiter zu GameStop. Da kackt man den vor die Tür. Dann geht man nochmal in den Garten. Und schläft da mit seinem Hund. Also, ne, ach, boah, oh nee, jetzt greife ich gleich wieder eine Bubble an. Natürlich legt man sich hin, ohne den Hund, ne, bevor jetzt gleich, was hast du was? Ne, also mit dem Hund zusammen legt man sich in den Garten hin, guckt die Wolken an und schläft da bis abends. Und dann irgendwann, ja, geht man wieder nach Hause, weil Frau schon zu Hause ist. Ja, dann muss man da durch. Ist mir noch nie passiert. Ja, jetzt auf lieb tun. Also derjenige, der gerade das Spiel spielt, ne? Geht dich untersuchen. Geht dich untersuchen. Ich will auch mit dir keinen Stress haben. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, aber nee. Du bist ein Psychopath. Du bist ein Psychopath. Super gemacht. Toller Hund. Super.
Also ich bin kein Freund davon, wenn ich bin ja auch mit Hunden aufgewachsen, also ne, also Hunde haben mich großgezogen. Ich bin kein Freund davon, wenn man den Hunden ein Halsband um den Hals macht, weil einfach die Kraft, ne, beim Ziehen, das ist nicht gesund für den Hals und vor allen Dingen auch nicht für die Halswirbel. Ich finde das viel schöner, das habe ich damals bei meinen kleinen war Rasse Hund. Scheiße. Also hier Chihuahua, der war ausgewachsen, war der so, das war so geil. Und den habe ich so ein Geschirr geholt, ne, dass er überall gleichmäßig belastet wird und dass beim Ziehen nicht die ganze Kraft nur auf einen Punkt fokussiert ist, sondern dass beim Ziehen halt überall die Kraft dann wirkt und dass man den Hund halt nie verletzt. Und wenn ich dann immer solche Menschen sehe, die dann ihre Tiere dann auch immer ziehen, auch wenn der Hund mal am Baum ist und einfach mal dran riecht oder so, lass doch den Hund an dem Baum mal kurz riechen. Wenn du ein Tier hast, da gehst du doch die Verpflichtung ein, sich um das Tier zu kümmern. So, und da gehört das auch mal, sich mit dem Hund auseinanderzusetzen und warum Hunde an manchen Stellen riechen und warum Hunde an manchen Stellen markieren oder warum Hunde gerne mit anderen Tieren kommunizieren. Und wenn dir das zu viel ist, dann verpiss dich, dann hol dir keine Tiere. Der geht toll mit seinen Hunden um, ey. Gut, aber man muss dazu sagen, immer noch besser als mein Tamagotchi, ne? Mein Tamagotchi ist tot. Ne? Da kommen aus meinem Tamagotchi kommen schon Fliegen raus, ne? Weil der gerade im Verwesungsprozess ist. Boah, Sport. Um Gottes Willen. Ja, das ist mein Sport. Das ist mein Sport. Da würde ich auch hinterher rennen, ne? Das ist genau meine Sportart. Gibt's nicht. Das wäre geil. Olympische Spiele, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Ist mir scheißegal was, aber so, das muss halt schön fettig sein. Viel Fleisch. Natürlich veganes Fleisch. Perfekt. Würde ich mitmachen. Sofort. Mein Ego sagt, das kann ich. Ganz normales Hundeleben. Ich muss da auch an Schutzgeld an die Hundemafia. Hundekartell. Bezahlen. Ah ne, es war das Finanzamt. Ich hab das Spiel ein bisschen anders in Erinnerung, ne? So ganz leicht habe ich das Spiel anders in Erinnerung, ne? Also stell euch mal vor, das wäre eine normale Version. Dann sollte man den Leuten, die das Spiel spielen, niemals Tiere anvertrauen. Niemals, ne? Das ist mein Hund. Das ist mein Hund, definitiv. Das ist mein Hund. Ich glaube, mein Tamagotchi ist gar nicht tot, ne? Und die Fliegen und der Verwesungsgeruch ist einfach nur fake. In Wirklichkeit feiert mein Tamagotchi die ganze Zeit. Ja. Mein Tamagotchi ist gar nicht tot. Ich muss immer mein Tamagotchi rausholen, du. Da werde ich das ja sehen. Gab's nicht hier, Wie ist denn das auf dem Handy? Poop? Ist der Poop?
Ja, der ist ja bei mir auch schon komplett verwahrlost. Aber ich glaube, der stirbt nie, ne? Hab ich die App noch drauf? Pup, ne? Also, Kacka. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Ne, hab ich gar nicht mehr drauf, ne? Pup. Boah, nee, nicht Spotify. Spotify ist kein Pup. Paypal auch nie. Nee, schade. Weil der zum Glück kann er nicht sterben, ne? Also zum Glück kann er nicht sterben, weil um den habe ich mich eine Woche gekümmert, da hatte ich keinen Bock mehr, ne? Also, das ist aber, normalerweise sollte man, bevor man ein Tier sich holt, sollte man den Leuten sagen, hier, du musst dich erstmal um einen Tamagotchi oder um die Hunde kümmern. Wenn du das geschafft hast, darfst du dir ein Tier aussuchen. Finde ich super, oder? Finde ich super. Egal, ob euch hat's gefallen, guckt unbedingt so genau Video an, lasst Liebe da, das Kommentar da, das Watchamp da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.